Zeichne eine Sonne mit Meisterdreieck mit den Eckpunkten 5, 1, 6, 3 und 7, 1. Und einen Mond mit Meisterkreis mit Mittelpunkt 1, 2 und Radius 2. Siehe rote Linien in Zeichnung. Zeichne ein Stringgraviton von 1, 2 nach 6, 2 und eine Singularitätsbahn von minus 0,5, 5 nach minus 0,5, minus 1 mit Meisterstrecke. Siehe die blauen Linien in der Zeichnung. Wie weit müssen die Sonnenlinien das Stringgraviton nach rechts ziehen, damit die Singularität den Mond nicht trifft? Antwort: Mehr als 0,5 Einheiten. Siehe grüne Linie in Zeichnung.